Als Schneidermeister tut es mir von Herzen weh, wenn sich jemand so bemüht und ein schönes Stück näht und dann wird die Freude durch die falsche Spannung bei der Nähmaschine oder bei der Overlock getrübt. Deswegen zeige ich dir jetzt kurz, wie du die Spannung bei der Nähmaschine richtig einstellst. In der Schneiderakademie zeige ich dir jetzt auch kostenlos, wie man die Overlock und die Zickzack richtig einstellt. Dazu klicke einfach auf den Link unterhalb des Videos. Wir starten jetzt mit der Nähmaschinenspannung. Die Spulenkapsel und das Spulerl. Das Spulerl nehme ich so und gebe es in die Kapsel hinein. Und wenn ich anziehe, muss ich die Spule im Uhrzeigersinn drehen. Dann fädle ich sie durch die Spannung. Und wenn ich so anziehe, dann ist sie so locker, aber sie geht von selbst nicht nach unten. Wenn der untere Faden also sehr fest ist oder so locker ist, dass wenn ich so halte, dass es schon von selbst hinuntergeht, dann ist diese Schraube, die zweite Schraube hier, die lässt man zu, die erste, die zweite reguliert die Spannung. Das kann man mit einem kleinen Schraubenzieher oder auch, wer will, mit dem Fingernagel verändern. Und da merkt man sofort, da genügt eine Viertelumdrehung oder eine halbe Umdrehung. Da braucht man gar nicht viel, dann ist die Spannung schon anders eingestellt. Also mit Gefühl. Und wenn es so ist, dass sie fast von selber nach unten rutscht, durch das eigene Gewicht, dann sind wir richtig eingestellt. Und wichtig ist, zuerst immer die untere Spannung einstellen und wenn die passt, die obere darauf angleichen. Die Kapsel gebe ich dann da vorne hinein. Die Feder ziehe ich mir an, dann kann das Spulerl nicht herausfallen. So, und wenn es drin ist, probiere ich einmal vorsichtig mit der Nähmaschine. Ja, wenn es das funktioniert, dann weiß ich, ich habe sie richtig eingesetzt. Die Spannung bei der Nähmaschine, der Faden läuft hier durch. Durch die Spannung, das ist, wo hier drüben der Regler ist. Das ist dann bei jeder Maschine aufgezeichnet, aber im Prinzip funktionieren alle gleich. Der Faden muss irgendwo durchgehen. Der Fadenheber, der die Spannung im selben Verhältnis zur Nadel reguliert, da muss es durch und dann herunter zur Nadel. Bei allen Maschinen, die zickzack nähen können, die Nadel gehört so hinein, dass der Schlitz an der Nadel vorne ist. Die meisten dieser Maschinen haben einen flachen Kolben, das heißt, man kann sie sowieso nur so einsetzen und die Nadel immer ganz hinauf und mit Gefühl anziehen. Zur Nadel ist doch zu sagen, es gibt 80er, 90er, 100er Nadeln. Die meisten dünnen Stoffe werden mit 80 genäht und die 90er ist so eine Allround-Nadel. Für Jeans und so nimmt man eine 100er. Also umso höher die Nummer, umso dicker die Nadel. Wenn man Jersey näht, braucht man eine extra Nadel für die Nähmaschine. Und zwar eine Jersey-Nadel, da ist die Spitze nicht ganz so spitz, aber das sieht man nur unter einem Vergrößerungsglas. Ist ein bisschen gerundeter und nicht so spitz wie für normale Stoffe. Wenn ich jetzt zu weit bin, nehme ich mir ein Fleckerlfutter oder dünnen Stoff und lege ihn quer, also mit der elastischen Seite in die Maschine und nähe so quer durch und dann ziehe ich den Faden fest auseinander. Und dann reißt der Faden. Hier ist der obere gerissen und der untere gerissen. Wenn beide so ziemlich gleichzeitig reißen, dann weiß ich, dass meine Spannung passt. Wenn jetzt nur der obere Faden gerissen wäre, dann wäre der obere Faden zu stramm, zu fest eingestellt und ich müsste bei der Spannung etwas lockerer drehen. Wäre mir der untere gerissen, dann ist der obere Faden zu locker und ich müsste ihn ein bisschen fester stellen, weil die untere haben wir uns schon richtig eingestellt. Und wir passen uns jetzt nur die obere Spannung an. Also entweder lockerer oder fester. Noch einmal, wenn der obere reißt, ist der obere zu fest und muss der lockerer werden.
Wenn der untere zuerst reißt, ist der obere zu locker und muss sich dennoch ein bisschen fester spannen. Die Maschine kann eben zickzack, geradeaus, Knopfloch, das ist das Wichtigste. Zickzack eben zum Einendeln, da braucht man am Anfang keine Overlock, sondern da genügt wirklich die Haushaltsmaschinen für die ersten Einheiten. Und später, wenn es dir recht Freude macht, willst du dir sicher irgendetwas Kompakteres zulegen. Jetzt hast du die Maschine richtig eingestellt und ich wünsche dir viel Freude beim Nähen. Solltest du auch Interesse an der Einstellung der Overlock und der Zickzack-Maschine haben, dann zeige ich dir jetzt von der Schneiderakademie kostenfrei, wie man das macht. Klicke einfach auf den Link unterhalb des Videos.